Leute, was geht? Herzlich willkommen zu der zweiten Creepy-Geschichte. Auf jeden Fall, heute geht es einmal um eine Art 9-11. Was geschah an diesem Tag genau? Oder anderes? Viel Spaß. Es war der 11. September, wo 9-11 passierte. Exakt der gleiche Tag. Viele denken sich von euch, wenn sie 9-11 hören, der 11. September. Terrorismus. Flugzeuge, die in die Twin Towers hineinflogen. Doch alle haben die eine Geschichte vergessen, die kurz davor passierte. Josephine und ihre Tochter Burnett sind mit einer Reisegruppe einen uralten Friedhof besichtigen gegangen, wo damals ein grausamer Herrscher beerdigt wurde. Auf diesem Friedhof wurden seit 500 Jahren keine Leute mehr beerdigt. Also schien ja unmöglich, dass man dort noch irgendwelche Überreste findet. Kaum noch die Grabsteine sind zu erkennen. Tja, als sie dort ankamen und dann vor dem Grab des Grafen standen, merkten sie plötzlich Schreie. Extrem laute Schreie. Doch nur Josephine, sie brach zusammen. Dann rief ihre kleine Tochter, die erst 7 war, total unschuldig um Hilfe. Als sie aber um sich sah, war niemand da. Die gesamte Reisegruppe war verschwunden. Als Josephine wieder zu sich kam und mit ihrer Tochter abhauen wollte, störte sie etwas. Direkt neben ihnen war ein Grab, was vorher noch gar nicht da war. Und es war frisch gemacht. Zu den Zeiten damals, wo dieser Graf noch gelebt hatte, war es üblich, eine Glocke anzubringen, dass, wenn die Leute dort in diesem Sarg noch am Leben waren, sie um Hilfe bitten könnten. Damals passierte es nämlich öfters, dass noch lebendige Leute oder Leute, die gerade erst wieder zu sich gekommen sind, noch beerdigt wurden. Josephines Tochter wollte dieses Grab öffnen, doch Marianne stoppte sie. Marianne war die andere Tochter, die etwas älter war und dann einen Überraschungsbesuch während der Tour machen wollte. Marianne hatte sehr viel Erfahrungen mit Geistern. Sie hatte ja auch schon einen Sohn namens Dipper, die im Oktober eine sehr creepy Sache erlebt haben. Auf jeden Fall, Marianne sah Josephine ganz besorgt an und sagte: Mama, öffne es lieber nicht, wir wissen nicht, was dort drin vor sich geht. Doch als sie sich umdrehten, erneut, und zu dem Grab sahen, klingelte es zwar immer noch, doch dort war noch etwas. Ein neuer Grabstein mit der Aufschrift Rebecca Dullmeyer. Rebecca Dullmeyer war die Reiseführerin, die ebenfalls nicht mehr da war. Sie gerieten in Panik und wussten nicht, was sie tun sollten, bis sie zu Hilfe schrien. Und dann hob jemand das Grab erneut aus. Doch als sie dies taten, geschah etwas so verstörend Unheimliches, dass es das Blut in ihren Adern geringen lässt. Als sie das Grab öffneten und den Sarg mit sich, war alles, was sie fanden, eine verweste Leiche. Eine Leiche, die im Forschungslabor festgestellt wurde, schon seit 50 Jahren tot war. Tja, anscheinend war ihre Reiseführerin eine geisterhafte Gestalt, die vielleicht schon seit 50 Jahren tot war. Oder sie wurde von etwas getötet. Bis zu dem heutigen Tag weiß niemand, was am 11. September mit der Reiseführerin passiert war. Jo Leute, und ich hoffe, die Geschichte hat euch ein wenig in Schauerstimmung versetzt. Auf jeden Fall, wir werden noch am Oktober, oder eher gesagt vor 7 Tage vor Halloween, eine kleine Reihe machen von Dingen. Hier sind meine kleinen Kumpels. Von Dingen, die wir Gruselgeschichten nennen. Und zwar jeden Tag eine, also in der ganzen Woche vor Halloween, jeden Tag eine Creepy Story. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Guckt dieses Video lieber nicht, bevor ihr schlafen geht, aber ihr habt es ja jetzt schon getan. Und Peace.